Und wieder einmal ein herzliches Willkommen zurück bei Oxygen Not Included, wo endlich alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Außer vielleicht, dass hier verschmutztes Wasser drin ist. Aber wir haben hier unten ja auch ein bisschen verschmutztes Wasser. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an die letzte Folge, an die wunderbare. Muss man gar nicht mehr zu sagen. Ah, Skill Increase. Marie hat jetzt Athletik 9. Sehr schön. Wir haben einen neuen Duplikanten zur Verfügung. Ich sage, wir schauen sie mal an. Loudsleeper, fällt eh raus. Nein, ich kann, glaube ich, in diesem Moment keinen neuen gebrauchen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir müssen zwar ein bisschen an der Forschung arbeiten. Wir können die auch mal wieder hochsetzen. Die beiden Sachen, diesen Filter und auch diesen Electrolyzer möchte ich natürlich gerne möglichst schnell haben, sowie auch danach den Kohlegenerator. Gerade Kohle haben wir, glaube ich, sowieso 2500 Kilo. Damit kann man schon ordentlich Energie erzeugen, ohne dass hier andauernd die beiden rumrennen müssen. Außerdem haben wir hier noch Kohle. Gut, Hauptsache Toiletten und Duschen funktionieren. Die Pflanzen können wachsen. Ne? Wir haben hier wunderbar Sauerstoff. Hier zwischendrin, genau zwischen den beiden Deoxidizern, ja, sammelt sich jetzt das nicht so. Der nicht so atembare Sauerstoff. Was wollte ich denn sagen? Naja, da haben wir auf jeden Fall weniger Luftdruck, weniger Sauerstoff zum Atmen. Klar, immer um die Produktionsräume rum ist natürlich ziemlich viel. Hier ist auch nicht verkehrt wegen des Schlafens. Dieser Bereich sollte auch noch eigentlich mehr Sauerstoff bekommen. Wir können allerdings ja bald, sobald die Forschung abgeschlossen ist, irgendwann mal, besser Sauerstoff produzieren mit Wasser. Und Wasser haben wir einiges, sowohl hier als auch in diesem Bereich. Zur Not auch noch hier unten, dauert zwar Ewigkeiten, aber das kann man immer noch hochpumpen. Da haben wir Eis. Das ist natürlich schmelzbar. Und hier müssen wir uns hingraben wegen des Schleims. Ne? Das Slime, den kann man ja zu Algen umwandeln. Dann haben wir da auch, sowohl Sauerstoffproduktion aus Algen als auch eben dann aus. Wasser. Jetzt endlich ist der Satz zu Ende. Hey, wer hätte es noch gedacht? So, da werden wir mal einen Weg reingraben, denn hier oben haben wir nochmal Algen, das ist immer sehr wichtig. Und die erste Nacht mal wieder, in der sie alle ordentlich geschlafen haben. Mensch, das tut doch gut, nicht wahr? Mal wieder so richtig schön ausschlafen. Da ist ja was nach dahin. Machen wir dann weiter. Ja.
Hier die Wand lassen wir erstmal ganz normal Sandstein. Die können wir später immer noch ausbauen. So, was sagt denn das Pflanzenwachstum? 9%, 9%, 9%, 9% und in 4,1 Zyklen können wir die ernten. Ja, yeah. Wow. Das ist ja einiges. Das dauert noch etwas. Ist aber auch klar, bis eine Pflanze wächst, dauert. Gut, hier unten schaffen wir jetzt natürlich auch erstmal wieder Raum, damit CO2 absinken kann. Und na, wir können noch keine gasdurchlässigen Fliesen bauen. Das wäre dann auch mal eine sinnvolle Forschung. Und ich muss das mal eben kurz einmal anders sagen, Leute. Ihr grabt bitte jetzt hier mal mit Priorität 9, wir brauchen nämlich Algen. Wir haben schon wieder keine mehr. Wenn die drei Punkte abgeschlossen sind, ist das Ganze eh nur noch halb so schlimm. Nur den muss man auch erstmal dann noch bauen, die Leitung dahin verlegen und so weiter und so fort. So, mal eben Stopp. Ja, wir haben jetzt den Elektrolyzer, der Sauerstoff, aber auch Hydrogen produziert. Ist natürlich nicht so gut, aber auch Sauerstoff. Und hier haben wir einen, der CO2 aus der Luft entfernt. Brauchen wir jetzt hier oben nicht zwangsweise. Ich glaube, hier würde es reichen, theoretisch einen Elektrolyzer hinzubauen, auch wenn der halt so eine Zweierbreite hat. Vielleicht ließ es sich so einrichten, dass wir das Bett einen nach rechts verschieben, hier einen Elektrolyzer hin. Oder hier ein, ja. Ich würde den gegen einen Elektrolyzer austauschen und diesen Deoxidizer dann praktisch nochmal hier unten in die Ecke pflanzen. Ungefähr so. Und so. Dann mal warten, was passiert. So. Natürlich mal eben mit einer etwas erhöhten Priorität kommt das neue Bett dahin. Sonst kann einer unserer Duplikanten heute Nacht nicht schlafen. Grab, Grab, Buddel, Buddel, Grab, Grab. Fertig. Top, das ging schnell. Das ist jetzt Maries Bett, logischerweise. Und dann Oxygen Deoxidizer. Der braucht Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser? Plumbing. Da. Ach, ja. Das, ich hoffe, es kommt noch genügend Wasser durch. Steht ja irgendwo, wie viel der verbraucht. Wir haben nämlich im Moment die Sache, dass wir die Leitung da direkt durchlaufen lassen. Oh gut, kann natürlich auch ein Vorteil sein. Weiß ich nicht. So, hier gibt es noch, Moment, ein Kabel.
Hier ist auch schon angeschlossen. Wunderbar. Das ist eine gute Position. Und wir haben den ersten, glaube ich, den ich ein bisschen mitbekomme, der einen hohen Stress hat, nämlich Meep. Und der wird jetzt hier ordentlich massiert. Ah, Massage. Es sieht übrigens aus, als würde der von Steinfäusten massiert. Ich denke mal, es sind keine Steinfäuste. Also, hoffe ich, dass es keine Steinfäuste sind. Aber gut, ist nicht meine Sache. Das kann man, wenn man auf Schmerzen steht, kann man sich auch von einer Steinfaust massieren lassen, ne? Ganz klar. So, der steht, wunderbar. Wir brauchen hier unten unbedingt nämlich weiteren Sauerstoff. Die Sache ist, dass sich hier unten Sauerstoff sammelt. Und hier praktisch für CO2 Schluss ist, wegen der Flüssigkeit hier. Ah, oh, ist Nacht, habe ich auch noch nicht mitbekommen. Da war jemand einmal nicht sehr produktiv, was das Laufen angeht. Das sieht jetzt eher nicht so gut aus. So. Schon läuft der erste. Ich baue das da unten mal noch weiter ab. Wir müssen irgendwo Abzugsraum für CO2 schaffen. Wir können den auch entfernen aus der Luft. Ne? Klar. Sobald er in diese Etagen höher sinkt und sich hier vermehrt, machen wir das auch. Ja. Vorher können wir aber hier alles noch freibuddeln. Und wir haben jetzt hier übrigens Hydrogen, das nicht atmungsaktiv ist. Kann man nicht atmen? Das nicht atmungsaktiv ist, ne? Produziert 296 Gramm pro Sekunde an Oxygen und 37,3 Gramm pro Sekunde an Hydrogen. Minus 333 Wasser pro Sekunde. Fließt hier so ganz ordentlich schon rein. Eventuell müssen wir halt die Leitungen verlegen, aber es kommt Wasser durch. Das ist das Wichtigste, es kommt Wasser durch. Ich hoffe, dass der diesen einen, das eine verschmutzte Wasser trotzdem in die Dusche aufsaugen kann. Das wäre jetzt einfach extremst bescheiden. Ja, wrong element. Ein bisschen Schaden haben sie bekommen. Also die Dusche hat ein bisschen Damage abbekommen, aber das macht ja nichts. Und ach ja, wir haben jetzt hier oben logischerweise den Sand freigelegt. Da müssen wir hier mal direkt eine Wand oben durchziehen, eine Decke. Beziehungsweise nach hinten eigentlich nicht, ist kein Sand. Aber hier. Hier, ja, Hassan kommt und repariert und geht den Teil gleich selber duschen. Wunderbar. Hier liegt über eine wunderbar frische Dusche. Haben wir denn eigentlich etwas, was Hydrogen wieder entfernt? Nee, ne? Schade. Okay, aber Forschung abgeschlossen. Wir können jetzt Gas pumpen. Hey, wunderbar. Das heißt, wir könnten jetzt auch das Hydrogen hier rauspumpen. Können wir im Moment nur alles Gas rauspumpen. Hier wäre der Gasfilter, wo man sagen kann, Hydrogen raus, alles andere pumpst du einfach wieder einmal durch.
Aber der Vorteil sind diese gasdurchlässigen Fliesen, die man jetzt hier einfach als Boden legen kann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hier ist das, glaube ich, auch nicht verkehrt am Klo. Ob ich das jetzt hier ordentlich mache, ob das so gut ist, was ich hier mache, sei mal dahingestellt, ne? Aber wir versuchen einfach mal was. Es sind jetzt zwar viele, aber wir versuchen das mal, dass wir hier praktisch alles, was schwerer ist als Sauerstoff, direkt nach unten kriegen durch diese Fliesen. Ja, alles, was dann direkt geatmet wird, hier einmal durch. Können wir theoretisch auch direkt hier noch drei hinbauen. Aber wir brauchen Kupfer. Wir brauchen ganz dringend Kupfer und haben dann das Problem, dass wir hier oben ein Vakuum haben. Da oben kommen sie eh noch nicht dran. Müssen wir hier unten erst eine Basis bauen, dann Boden verlegen. Machen wir es einfach direkt so, wenn sie das hier alles einfach abgrabbeln. Ich werde übrigens schon mal ankündigen, es gibt noch eine Folge danach. Und ich habe es angekündigt, es wird ein Kurz-Let's Play. Und ich glaube, wir haben ziemlich viel gesehen. Nicht alles an Forschung, ne, ganz klar. Aber doch so, worum es geht. Und dass es durchaus auch schwierig sein kann, durchaus auch etwas komplex sein kann. Haben wir dadurch, glaube ich, genug erkannt. Das hier oben brauchen wir gar nicht. Können wir beenden. Da fehlt jetzt natürlich ein Boden. Das ist ganz klar. Ich bin auch überlegen, ob wir das hier abreißen. Das Terrarium und das Algen-Terrarium praktisch hier hinstellen. Wobei hier haben wir halt Hydrogen und kein CO2. Aber Hydrogen ist leichter als Luft, oder? Müssen wir eben ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen. So, 2 Minuten vor Ende muss ich einmal die Aufnahme unterbrechen, ist aber klar. Passiert mir ja häufiger mal. So, jetzt machen wir hier endgültig mal diese Fliesen fertig. Zumindest vor allen Dingen mal die hier, damit endlich dieses Ding mal wieder was produzieren könnte, wenn es denn was zum Produzieren hätte. Aber vor allen Dingen auch hier oben, damit das ganze Hydrogen einfach nach oben hin. Der ganze Wasserstoff nach oben hin verschwinden kann. Priorisieren wir die mal auf 9 auch. So, das ist jetzt fertig. Wir sehen jetzt hier natürlich keinen Gasfluss, ne? Logischerweise. Aber vielleicht kann man das irgendwo erkennen. Ja, hier sieht man sehr schön an dem Hydrogen, ne? Es geht immer schön hier oben rein. Das heißt, wir machen uns hier oben so eine Hydrogenhölle. Eine Wasserstoffhölle. Sehr schön, vor allen Dingen. Ja, man sollte vielleicht vermeiden, hier oben ein Feuer zu machen. Sage ich mal einfach so. Da sollte man vielleicht im Moment sein lassen. Kommt nicht so gut.
Das fackelt nämlich alles dann schön ab. Aber das ist nicht mein Problem, wenn sie es täten. Hauptsache ist, wir haben hier genügend Sauerstoffproduktion. Dieses Klo hier wird irgendwie eh nicht benutzt, oder? Seltenst. Benutzt doch mal das Klo hier anstatt das. Also, das statt das. Ihr habt ein wunderschönes, wunderbares WC, wo man die Tür komplett zumachen kann mit Wasser, bla bla bla. Und die gehen auf das kleine Dixie-Klo hier. Was ist denn da los? Egal. Ich beginne schon mal die nächste Forschung. Ja, Research complete. Und wir schauen uns mal hier die Pflanzen an. In 1,8 Zyklen ist die Pflanze erntebereit. 32% ist sie schon gewachsen. Ob das hinkommt, weiß ich nicht. Und wir haben schon wieder einen neuen Duplikanten. Sollen wir ihn nehmen oder nicht? Wir schauen mal, wen wir denn mit dabei haben. Oh, Stinky. Mit einer Stärke von 10. Wow. Kann aber nicht kämpfen. Lara. Oder Lyra. Hat genau das Gegenteil. Dafür ist sie kreativ. Dekoration brauchen wir nämlich auch. Bubbles. Wiederum. Kann von allem ein bisschen. Kreativität auch. Sie hier kann unter Wasser schnell laufen, das ist gut. Sie hier hat Flatulenzen. Pass mal auf, ich beende jetzt hier die Folge. Und schreibt mir einfach mal, oder sagt mir mal Bescheid, wen von denen sollen wir nehmen. Mein Favorit wäre im Moment Lyra. Wir brauchen mal jemanden Kreativen, glaube ich. Kreativ. 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 Art ist kreativ. Klar. Hassan hat Kreativität 7. Egal. Sagt mal, wen wir davon haben sollen. Oder haben wollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Over and out.